Der Brillo-Karton stammt, wie später die Campbell's Soup, aus einem Supermarkt, in dessen Nähe Andy Warhol arbeitete. Warhol ließ von einem Schreiner hunderte von Holzkisten bauen, die er dann mit dem kopierten Brillo-Logo bemalte, signierte und für hunderte Dollar verkaufte. Das Logo hatte der abstrakt-expressionistische Maler James Harvey erfunden. Er arbeitete als Industriedesigner, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dann sah er seine Boxen in Warhols New Yorker Ausstellung und plötzlich waren sie Kunst und erfolgreich. Die Kunst dreht sich um Leben. Der Kunstmarkt dreht sich um Geld. Damien Hirst. Erfolg ist eine so relative Angelegenheit, vergleichbar mit Glück. Um ein guter Künstler zu sein, brauchst du Talent. Und um dich durchzusetzen, benötigst du eine gute Arbeitseinstellung. Michael Jordan wäre nie ein guter Basketballspieler geworden, hätte er nicht regelmäßig geübt. Übung macht den Meister. Um als Künstler erfolgreich zu sein, muss man in einer guten Galerie ausgestellt werden. Andy Warhol. Wir als junge Künstlergeneration sind aus den Galerien rausgegangen und haben außerhalb des Systems für Aufsehen gesorgt, so dass man uns gar nicht übersehen konnte. Das ist ein wichtiger Aspekt beim Glück haben. Ein wenig kann man das auch beeinflussen, aber Erfolg haben? Ach, ich habe einfach Glück. Die Malerei ist nicht erfunden worden, um Wohnungen auszuschmücken. Pablo Picasso. Erinnern Sie sich an den Künstler James Harvey, den Mann, der die Brillo-Boxen erfand, die Andy Warhol dann kopierte und zur Kunst machte? Von Harvey stammt der Satz, was für den einen eine Kiste ist, das ist für den anderen Kunst. Wenn es also nicht am Objekt selbst liegt, was ist dann Erfolg in der Kunst? Der erste, mit dem ich darüber spreche, ist ein Künstler, dessen Arbeit ich ungeheuer mag. Um Picassos Spruch aufzugreifen, meine Wohnung ist nicht groß genug für ein Bild von Jonas Burgert. Keine Gefahr, also seine Malerei mit einem schönen Couchbild zu verwechseln. 10 Jahre zurück und Jonas Burgert kannte so gut wie niemand. Waren deine Vorstellungen von Erfolg, also was es bedeutet, ein erfolgreicher Künstler zu sein, vorher, also bevor du mehr und mehr bekannt warst und auch im kommerziellen Sinn erfolgreich hattest, andere als heute? Die Vorstellung vom Erfolg? Damals. Ja, also ich muss sagen, ich konnte mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wie das ist. Also meine Vorstellung, die ich hatte, als ich gar nichts hatte und so weiter und auch niemand übrigens die Bilder anguckte, nicht? Das auch dazu. Nicht nur, dass sie nicht Geld dafür bezahlten, sondern die ganze Kommunikation nicht stattfand. Das ist dieser ganze innere Prozess sehr stark. Nicht? Das ist eine permanente Selbstreflexion dann. Das ist eigentlich das Einzige, was du dann in der Zeit hast. Ja, natürlich. Du hast nur dich selbst. Nicht? Und du merkst aber auch, dass du langsam älter wirst und an die Grenze kommst dessen, dass die Gesellschaft akzeptiert ja auch einen erfolglosen Künstler nicht. Ein erfolgloser Künstler ist ja Dreck. Das ist ja wirklich verrückt eigentlich. Also sich nur mit sich selbst beschäftigt und nur um sich selber kreist. Ja, und auch kreist. Keine Chance hat in dem Sinne. Nicht? Das ist eine ganz komische Situation. Also ich habe damals auch sozusagen mein Leben, in dem ich Normalität mache, unglaublich reduziert, damit ich viel Zeit habe zum Malen. Habe dann eben wahnsinnig bescheiden gelebt und habe nur 2 Tage die Woche gejobbt und habe Jobs gemacht, die mich nicht fordern, nicht? Wo ich vorher und hinterher nicht drüber nachdenken muss, damit ich irgendwie meine ganze Konzentration auf die Malerei hatte. Aber was für ein Poker, ne? Also ich meine, die Chance in dem Beruf, wahrscheinlich müsste es sogar schiefgehen, nicht? Es ist ja irgendwie, 90% oder so. Also eigentlich, davon auszugehen, dass es klappt, geht nur, wenn man das wirklich liebt, da, was man da tut. Was bedeutet dann für dich Erfolg? Ja, Erfolg ist in erster Linie natürlich ein innerer Prozess. Also das heißt, man stellt ein Kommunikationsmedium her und möchte kommunizieren.
Nicht? Und im Prinzip ist das Schwierige ist ja, über viele Jahre eine eigene Bildsprache zu entwickeln. Und andererseits ist das eine Sprache, von der man überhaupt gar nicht weiß, ob die irgendjemand mit einem sprechen kann. Nicht? Das ist ja mal der Ansatz der ganzen Geschichte. Nicht? Und das Verrückte ist, je absurder dieser Gedanke dieser Sprache ist, desto eher ist die Chance meiner Meinung nach da, dass es ein Erfolg wird. Also es ist in sich sozusagen eigentlich ein Widerspruch, wenn ich auf die Ebene gehe, die leicht rezipierbar ist für die Gesellschaft, dann tue ich das, was sie schon kennt. Nicht? Und dann werde ich im gewissen Sinne schnellen Erfolg haben damit, weil die Leute es leicht rezipieren können. Aber ich werde nicht sie weiterbringen. Und deswegen werden sie einen wieder fallen lassen. Zu Recht übrigens auch. Also ich will ja eine neue Sicht auf die Welt haben, eine andere. Und dadurch, in dem Moment, wo ich sozusagen einen im gewissen Sinne sehr persönlichen Weg gehe, nicht, indem ich ausschließlich meine Sicht auf die Welt habe, in dem Moment bin ich im Prinzip überhaupt gar nicht in der Lage, Erfolg zu haben erstmal. Aber wenn ich das so weit ausformuliere, dass es Symbolcharakter bekommt, dann wird die Gesellschaft es mögen. Und dann setzt für meine Begriffe, setzt an der Stelle der Erfolg an, in Anführungsstrichen, dass die Möglichkeit besteht auf einmal, dass diese Sprache auch lesbar ist für andere, nicht? Meinst du mit symbolisch auch, dass das für andere, also für mich, wenn ich deine Bilder betrachte, einen Erkenntnisgewinn hat? Aber ich glaube, dass interessant für uns eigentlich der Subtext ist. Also ich glaube, interessant ist, dass unter jeder Geschichte, die wir erzählen, ein Subtext liegt, der auf der Transformation beruht, nicht? Dass ich einen Gedanken auf einmal umbaue in kalte und warme Farben, nicht? Also ich kann, das ist das Prinzip Illustration oder nicht, nicht? Also wenn ich sagen will, ich will ein Porträt malen, was traurig ist, ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass ich eine Träne ans Auge male. In dem Moment habe ich den intellektuellen Applaus sofort, jeder wird es verstehen, jeder weiß, trauriges Bild. Ich kann aber auch sagen, wie Rembrandt oder so, dass ich um das Auge rum so merkwürdige Farben male, mit so komischen Kalt-Warm-Kontrasten, dass ich das Empfinden habe, die Figur ist traurig. Und der Witz ist der, dass an der Stelle setzt sozusagen die Zeitlosigkeit ein. Ja? An der Stelle überspringt, kann die bildende Kunst oder Kunst allgemein eine Schwelle überspringen, ab der die Dinge zeitlich nicht mehr begrenzt sind. Also wir heute immer noch sagen, dass diese Bilder im Museum gut sind, nicht? Auch nach ein paar hundert Jahren sagen wir das immer noch, erstaunlicherweise. Also wir haben ja keine festen Kriterien, aber wir spüren, dass dieses Prinzip funktioniert. Also ist doch ein Großteil des Erfolgs, den du haben kannst als Künstler, eigentlich deine innere Arbeit, die du zunächst mal sozusagen im stillen Kämmerlein oder im Atelier hast, aber die du zunächst mal gar nicht kommunizieren kannst. Die erste ist sicherlich der innere Prozess für einen selbst, dass man überhaupt in der Lage ist, eine Sprache zu formulieren. Das ist sehr viel Psychologie, die mit einem selber zu tun hat. Und da sind auch ganz merkwürdige Spagate zu tun. Also da geht es dann darum, dass man im Prinzip eigentlich eine absolute Empfindlichkeit herstellen muss in sich. Aber für gewollte Empfindlichkeit muss man erstmal sehr viel Selbstbewusstsein herstellen. Nicht? Das ist in sich sozusagen auch wieder so ein Widerspruch. Aber wie immer im Leben, die Widersprüchlichkeiten sind die großartigen Dinge, nicht? Also da beginnt es sozusagen zu knistern. Also ich muss eigentlich im Prinzip jeden Tag empfindlich und sensibel und schwach sein, in Anführungsstrichen, weil meiner Meinung nach hat Schwäche Reichtum. Und gleichzeitig muss ich unglaublich stark sein, um das auszuhalten. Ja? Wenn du malst jetzt und du weißt, dass du inzwischen erfolgreich bist im Sinne von Anerkennung in der Öffentlichkeit oder auf dem Kunstmarkt, beeinflusst dich das inzwischen, dass du weißt, dass du vielleicht für ein bestimmtes Land, für bestimmte Leute, für eine bestimmte Galerie malst? Es gibt einen Druck, der von außen auf einmal kommt, nicht? Also wenn man viel Honig bekommt, ist die Gefahr, dass man denkt, man ist wirklich toll oder sowas. Und die andere Gefahr ist, dass eben einfach Zeitdruck entsteht in allem, nicht? Auf einmal ist alles unter Druck, nicht? Man weiß schon, die und die alle wollen ein Bild kaufen. Man muss dann, wenn man malt, am liebsten würden die schon ins Atelier kommen und so. Also ich hatte das mal, dass ich ein Bild halb fertig im Atelier hatte, da war ich gerade dran und dann kam der Sammler ins Atelier und hat gesagt, er kauft es. Da habe ich gesagt, es geht nicht, ist nicht fertig. Hat er gesagt, ist ihm egal, er kauft es trotzdem. Und ich konnte danach nicht mehr malen an dem Ding. Das fand ich irgendwie blöd. Also das geht nicht. Also man muss sich eigentlich im Prinzip auch ein bisschen abschirmen und dann immer für die Sache denken.
Welche Rolle hat denn als Erfolgsregulator für dich zum einen dieser ganze Bereich der Museen und der Kuratoren und auf der anderen Seite der Bereich der Galerien, also des kommerziellen Marktes? Dass der Markt, wo das Geld ist und die Galerien arbeiten, unglaublich schnell ist. Schnell und teuer. Ja? Und das ist eine Sache, die in unserem System auf einmal nur noch Privatmenschen machen können. Nicht? Also es können nur noch wohlhabende private Leute können unglaublich schnell agieren und kaufen und verkaufen und was weiß ich alles. Und Museen können auf einer Auktion nicht mitbieten zum Beispiel. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob es Museen gibt, die diese Kapazitäten haben. Also sie sind dann angewiesen auf den zweiten Weg, nicht, dass sie leihen müssen und so. Und das ist alles eine komplizierte Sache. Also was hat für dich in der Wirkung auf die Öffentlichkeit, die ja für dich wesentlich zum Erfolg dazugehört. Was hat für dich die entscheidende Wende gebracht? Wie ist das passiert? Also wie kam der Erfolg auf einmal von einem unbekannten Jonas Burger zu jemandem, der auf einmal Kunst verkörpert? Ich hatte lange Jahre diese Art Bilder im Kopf, die ich jetzt male, und habe mich aber nie getraut, die zu malen, weil das mir zu persönlich war und ich hatte auch Angst, also das war das, was ich vorhin meinte, man muss eben auch eine gewisse Stärke haben, um Schwäche zu zeigen, so ungefähr. Mhm. Und aber in der Schwäche liegt eben ein Reichtum und eine große Qualität. Und das, ich brauchte lange, um das zuzulassen für mich. Und dann habe ich mich getraut, diese Bilder zu malen und habe die ersten beiden Bilder in der Richtung gemalt. Und dann war das eine Gruppenausstellung, gab es in Kreuzberg in so einer großen Industriehalle. Kunstsalon hieß es, und die Leute, die das machten, kannte ich. Und die haben mich gefragt, ob ich irgend so eine Koje machen will. Da waren 300 Künstler ausgestellt, keine Ahnung. Und ich hatte überhaupt gar kein Geld, noch nicht mal Geld, um die Koje überhaupt zu bezahlen. Die kostete, weiß ich nicht, 100 Euro oder 200 Euro, keine Ahnung. Und habe aber gedacht, ich will jetzt da trotzdem ausstellen und so und will auch mal mit dabei sein und so. Und dann hat noch ein Freund von mir das Geld geliehen für diese Koje und so weiter. Und da habe ich diese beiden Bilder ausgestellt. Und die waren beide so 3x3 Meter, also relativ große Bilder mit so Figurengruppen drauf. Und da lief der Kurator von der Hamburger Kunsthalle, Christoph Heinrich, lang damals. Und der hat angerufen dann bei mir, hat meine Nummer recherchiert und hat gesagt, ob er das eine kaufen durfte fürs Museum in Hamburg, für die Hamburger Kunsthalle, die Galerie der Gegenwart. Und ich habe gedacht, der veräppelt mich. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein, dass ich mein erstes Bild dahin verkaufe. Und aber so war das. Also es war sozusagen, ich hatte eher einen ungewöhnlichen Weg. Also es war eher, ist ja auch viel Zufall dabei und keine Ahnung. Mhm. Aber so ist es. Und daraufhin ging das alles los. Vielen Dank, Jonas. Gerne. Ich danke auch. Erfolg hat mit Zufall und harter Arbeit zu tun, mit Selbstbeobachtung, Selbstkritik, ins Gespräch kommen, Kommunikation und einer eigenen klaren Vision der Welt, an die man glaubt. Gleich das erste Bild nach langem Warten ein Erfolg. Heute stellt Jonas weltweit aus und malt Bilder, die ständig weiter in Preis steigen. Ich gebe zu, dass ich jetzt gerne was zu den Bildern sagen würde, die mich stark in ihren Bann ziehen, aber das ist ein anderer Film und wir müssen weiter. Was ist Erfolg in der Kunst, lautet ja die Frage. Geld? Eine Ausstellung im Museum? Oder das Leben mit der Kunst, die auf mehr Lebensenergie und Lebenskraft zielt? Schauen wir uns um. Berlin ist ein Magnet für Kunstschaffende aus der ganzen Welt. In der Hauptstadt sind die Chancen größer, entdeckt oder gar berühmt zu werden. Aber 95% aller Künstler können nicht von ihrer Kunst leben. Berlin ist billig, ein perfekter Ort, um sich durchzuschlagen. Doch wie schaffen Künstler diesen Spagat zwischen Berufung und Realität? Gerhard Kehl, Maler und Bildhauer. Die Holzskulpturen, die er neben seinem malerischen Werk schafft, eine Synthese zwischen traditionellem Kunsthandwerk und Pop-Art-Fantasien der Gegenwart. Mit ihnen wurde Kehl bekannt. Ich habe sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit der Presse gehabt. Das schlägt sich nicht zwangsläufig in Umsätzen nieder, wie manche das gerne häufig vermuten. Also es gab Schlagzeilen der Shootingstar der Berliner Kunstszene. Gerhard Kehl musste lernen, dass die Anerkennung als Künstler noch keine finanzielle Sicherheit bringt. Die Produktion seiner Kunst und die Vorbereitung der Ausstellungen muss er alleine vorfinanzieren.
Mich kostet eine Ausstellung etwa das Dreifache von dem, was mir im Jahr zum Leben zur Verfügung steht. Wenn dann eine Ausstellung gut läuft und gut verkauft ist, ist erstmal die Produktion refinanziert. Wenn dann noch Steuern gezahlt sind und die nächsten Objekte in Auftrag gegeben, ist da nichts mit hoher Kante und jahrelang davon leben. Denn die Kunstobjekte, die Gerhard Kehl entwirft, werden von traditionellen Drechslern aus dem Erzgebirge hergestellt. Hochwertig, aber teuer. Danach lackiert der Künstler seine Objekte selbst. Es bleibt Glückssache, ob eine Ausstellung funktioniert oder nicht. Die Unkosten für seine Kunst kann er mit den Verkäufen bestreiten. Für seinen Lebensunterhalt muss er arbeiten. Als Comicstrip-Zeichner und Synchronübersetzer. Deswegen bin ich dabei geblieben, die Übersetzungen parallel zu machen, um einfach zu wissen, ich kann Miete bezahlen und kann meine Krankenversicherung zu bezahlen, weil das ein kontinuierliches Einkommen ist, das ich mit Übersetzungen verdiene, was die Kunst in meinem Fall nie gewährleisten konnte. Das Künstlerdasein aus finanziellen Gründen aufzugeben, das kam für Gerhard Kehl nie in Frage. Natürlich träumt er weiter davon, irgendwann nur von seiner Kunst leben zu können. Erfolg ist für mich eine Sache, die schon dazugehört als Motivation, dem Beruf weiter nachzugehen. Es geht mir dabei weniger um finanziellen Erfolg, als darum, dass ich hauptsächlich meiner Arbeit weiter nachgehen kann. Arbeiten gehen neben der Kunst. Das kennt die Malerin Carola Göllner gut. Schon als Studentin hatte sie Erfolg. Sie wurde Meisterschülerin bei Georg Baselitz und glaubte, nach dem Kunststudium zu den 5% der Studenten zu gehören, die von ihrer Kunst leben können. Natürlich hat man in der Hochschule gedacht, ist ganz klar, ich komme hier raus und dann lebe ich davon. Und dass die Realität dann eine andere ist. Ich habe in Boutiquen gearbeitet, ich habe in Supermärkten gearbeitet, ich habe in einer Fabrik gearbeitet, ich habe die verschiedensten Sachen gemacht. Ja. Mehrere Monate im Jahr arbeiten, dann sich ganz der Kunst widmen. So sah ihr Leben lange Zeit aus. Dann kamen die Kinder und Carola entschied sich für Familie und ihre Kunst. Ihr Mann ist ebenfalls freischaffender Maler. Das macht die Lebenssituation nicht gerade einfacher. Ja, wir haben ja zu finanzieren eine Wohnung und ein Atelier. Und das ist natürlich dann schon allein an Fixkosten eine Menge. Und da ist es gut, dass wir eben dieses Wohngeld mal beantragt haben. Und es ist uns auch bewilligt worden. Es hängt natürlich davon ab, wenn wir jetzt viel verkaufen, dann wird das eben auch wieder reduziert oder auch nicht mehr gewährleistet. Aber das finde ich dann auch okay. Ich meine, dann haben wir ja auch genug Geld und brauchen es nicht. Aber es gibt einem ein bisschen Ruhe. Carolas realistische Kunst bringt ihr manchmal Porträtaufträge. Und durch Ausstellungen und Bildverkäufe durch die Galerie kommt ab und an Geld in den Künstlerhaushalt. Wir mussten noch nicht hungern. Einschränkungen. Große Reisen mit der Familie zum Beispiel müssen dann gestrichen werden. Das ist natürlich das Erste, was passiert. Ne? Und ansonsten sind unsere Kinder zum Glück sehr bescheiden. Und wir haben auch eine Familie, die uns unterstützt. Also wir kriegen dann auch da auch mal eine Zuwendung, wenn es gar nicht anders geht. Trotz Einschränkungen würde Carola ihre Kunst nie aufgeben. Sie hat für sich eine Nische gefunden, in der sie sich künstlerisch weiterentwickeln kann. Sich dem Kunstmarkt ganz zu beugen, das will sie nicht. Klingt jetzt vielleicht überheblich, aber der Kunstmarkt hat doch sehr wenig mit Kunst zu tun. Und sich also das zu machen, was einem wichtig ist, da schwimmt man so oft gegen den Strom, was einen natürlich auch abhärtet, aber man darf eben dann nicht die Sache aus den Augen verlieren, das ist ganz wichtig. Als Künstler muss man vielseitig sein und flexibel, um Erfolg zu haben.
So lautet das Motto von Mariano Rinaldi Goni. Vom Verkauf seiner Bilder kann der Argentinier einigermaßen leben, weil er seine Kunst auf vielfältigste Weise selbst vermarktet. Du musst erstmal Kunst produzieren, Kunst haben, musst du es zeigen können, musst du natürlich verkaufen können und musst du dafür Leute haben, also musst Kontakte haben. Deshalb veranstaltet Mariano jeden Monat Konzerte und Events, in denen er als Sänger auftritt. Seine Kunst ist dann ein Teil seiner Performance. So kann sie größeres Publikum erreichen. Wenn man in irgendeiner ein Event ist, eine Show oder irgendwas, dann lernst du Leute kennen. Dann bei mir in der Kneipe ist auch eine Verlängerung des Ateliers eigentlich. Also ich sehe den Unterschied da nicht. Neben der Kunst betreibt Mariano auch ein Weinlokal, in dem er zweimal die Woche als Koch arbeitet. Eine weitere Geldquelle, die er hauptsächlich nutzt, um potenzielle Kunden zu finden. Du hast ständig Leute aus der ganzen Welt. Ich kriege immer jede Woche Anrufe aus irgendeinem Stadt, in New York oder irgendwo, sagen, jetzt diese Woche kommt so und so, ich schicke es dir vorbei im Atelier oder in der Kneipe oder beides. Weil es gibt auch Leute, die vielleicht da suchen für irgendeinen Raum eine bestimmte Größe oder so und das gefällt dir, den Stil, den du machst, und dann fragen dich halt so wie es immer war in der Malerei, klar. Kundenpflege ist für Mariano Rinaldi Goni ganz wichtig. Und du musst auch hingehen, das heißt Reisen gibt es auch, stehen immer im Plan. Ne? Dann muss man bestimmte Kunden betreuen, immer wieder anrufen oder hingehen, fahren. Ja? Was kann man brauchen vielleicht? Ne? Und in Bewegung, bleiben in Bewegung heißt einfach, dass du auch deine Kunst an die Leute bringst. Ja? Und das Allerwichtigste für den Künstler ist? Also, dass alles zusammenpasst. Ne? Dass diese Zeit, dass ich immer Zeit habe für mich zu tun, was mir gefällt, das ist das würde ich sagen eher als Erfolg. Weil natürlich brauchst du dafür Geld. Das ist ja gar keine Frage. Aber das Geld ist ein Medium, um Ziele zu erreichen, nicht als Ziel Geld zu haben. Der Kunstmarkt boomt. Geschätzte 30 Milliarden Euro wurden 2010 weltweit mit Kunst umgesetzt. Kunst ist die teuerste Luxusware unseres Kulturkreises. Das Kunstsystem funktioniert nach seinen eigenen Regeln und ist ein Netzwerk von vielen Akteuren geworden. Künstlern, Galeristen, Sammlern, Kunsthändlern und Museen. Ist Qualität von Kunst messbar und vergleichbar? Messbar ist der finanzielle Erfolg eines Künstlers. Der wiederum ist das Ergebnis professioneller Vermarktung. Galeristen spielen dabei eine Schlüsselrolle. Mit ihrer Vision und Aufbauarbeit positionieren sie den Künstler auf dem Kunstmarkt. Der nächste Schritt sind die Messen. Mittlerweile gibt es 270 Kunstmessen weltweit. Um auf diesem globalen Markt mithalten zu können, muss ein Künstler dort präsent sein. Für die Positionierung eines Künstlers auf dem Kunstmarkt spielen weitere Faktoren eine Rolle. So die Kuratorin Piroshka Dossi. Ein Künstler wird auch danach beurteilt, in welcher Galerie er ausstellt, welcher Sammler ihn gekauft hat, in welchem Museum er ausgestellt hat, welcher Kritiker über ihn geschrieben hat. Und das ist das, was man Statustransfer nennt. Das Renommee in der Fachwelt ist also ausschlaggebend für die Bedeutung und den Erfolg eines Künstlers. Sein Name und sein Ranking bestimmen den Wert seiner Kunst. Hat er sich als Marke etabliert, kann er produzieren, was er will. Der Erfolg ist ihm sicher.
Und es gibt Künstlerratings, es gibt Kunstindexe, die alle versuchen, also Erfolg messbar zu machen, auch in Zahlen und in Preisen darzustellen. Und hat sich dieser Kunstmarkt als Ganzes verändert. Und Kunst ist mehr zu einem Spekulationsobjekt, zu einer Ware geworden, als es das früher war. Im letzten Jahrhundert definierten Kritiker und Museen, was gute Kunst ist. Heutzutage findet eine Verschiebung statt. Vor allem Kunstsammler besitzen im Kunstmarkt eine größer werdende Macht. Inzwischen ist es ja so, dass Sammler eben bedeutende Sammlungen aufgebaut haben, dass sie private Museen besitzen, Kuratorenteams beschäftigen, Publikationen herausgeben, Kataloge, Ausstellungen organisieren, an Museen ausleihen. Und da das Geld in öffentlichen Museen immer knapper wird und die Ankäufe schrumpfen, bestimmen Sammler durch ihre Leihgaben zunehmend, welche Kunst in die öffentlichen Weihestätten Eingang findet und beeinflussen somit den Marktwert von Künstlern und den ihrer eigenen Sammlungen. Denn das Museum drückt der ausgestellten Ware sein Gütesiegel auf. Staatlich geprüftes Kulturgut. Die einflussreichsten Sammler können Trends setzen und die Preise mancher Künstler in die Höhe treiben, vor allem bei internationalen Auktionen. Hier gibt nämlich der Preismechanismus den Ausschlag. Der Meistbietende gewinnt. Kunst wird zur Trophäe. 6 Millionen, 5, 7 Millionen, 7 Millionen, 5, 8 Millionen, 8 Millionen. Als die Auktionshäuser, namentlich Sotheby's, angefangen haben, Kunst als Investment zu propagieren, sich dieser Markt einerseits vergrößert hat, eben auch durch das Geld, das hineingeflossen ist, und eine Tendenz stattgefunden hat zur Quantifizierung und Monetarisierung. Und so steigen die Preise für einige wenige Künstler in schwindelerregende Höhen. Ein Yves Klein für 15 Millionen Dollar. Ein Damien Hirst für 25 Millionen. Oder ein Francis Bacon für 77 Millionen. Was sich gut verkauft, wird als anerkannte Kunst deklariert. In dieser Wertsteigerung zeigt sich der Zusammenhang zwischen Ökonomie, Erfolg und Ansehen. Der Wunsch, auch Kunst zu besitzen, kann natürlich verschiedene Gründe haben. Und einer davon ist sicherlich auch Prestige, dass man sich damit ein Prestige verschafft, dass man einen Distinktionsgewinn hat, wenn man Kunst sammelt. Und Kunst zu kaufen ist natürlich einerseits, eröffnet es einen Zugang zur inneren Welt eines Künstlers, aber es eröffnet auch die Zugehörigkeit zu einer Welt eben des Glamours, des Reichtums und des Status. Kunst ist nach wie vor ein Spielball ökonomischer Mächte und der Kunstmarkt funktioniert mittlerweile wie die Börse nach dem Prinzip Buy, Hold, Sell. Der Verkaufserlös eines Kunstwerks scheint die endgültige Begründung für seine Qualität zu sein. Behält Andy Warhol also recht mit seiner Feststellung, Good Business is the best art. Thank you. Wenn man Erfolg in der Kunst überhaupt machen kann, dann haben Galeristen einen hohen Anteil daran. Sie sind es ja, die die Kunstwerke denen zeigen, die das Geld haben, sie zu kaufen. Warum? Weil Kunst ihrem Lebensgefühl Ausdruck geben kann wie nichts anderes in der Welt. Kunst ist nur durch andere Kunst zu ersetzen. Ich freue mich jetzt, dem Mann zu begegnen, der seit Jahrzehnten Kunstgeschichte gemacht hat, der vielleicht erfolgreichste Galerist Deutschlands und der einzige, der bislang auf jeder Art Basel zu finden war. Hans Meyer. Er kennt sie alle, die Reichen, Superreichen und Supersuperreichen. Und natürlich die Künstler, Beuys etwa, Warhol, auch Dennis Hopper, Koons, Rauschenberg, Lichtenstein, Basquiat. Wie erklären Sie sich den Erfolg? Denn das ist ja ein Riesenerfolg. Es ist eine ziemlich einfache Erklärung. Schauen Sie, wenn Sie ein oder zwei oder drei gute Kunstmärkte gemacht haben, dann haben Sie auch Kunden oder Sammler glücklich gemacht. Durch das, was Sie ihnen verkauft haben. Wenn Sie das dann 10 Jahre oder 20 Jahre, dann bauen Sie so langsam ein Sammler- und Käuferpublikum auf, die einfach regelmäßig zu ihnen kommen. Man muss, speziell wenn es einen neuen Kunstmarkt irgendwo weltweit gibt, muss man am Anfang dabei sein und dann versuchen durchzuhalten. Wenn man an neue Märkte denkt und neue Kunden, die man erschließen kann, welche Rolle spielt dabei das Internet?
Das Internet für meine Galerie spielt ungefähr 30%. Ich habe einen der allergrößten Sammler, die es heute weltweit gibt, das ist Andy Hall. Das ist der Mann, der von Baselitz das Schloss gekauft hat. Und wirklich einer der ganz, ganz Großen. Habe ich über das Internet. Er hat so zwei Helmut Newton Arbeiten und dann immer kontinuierlich. Und dann irgendwann taucht er auf dem Kunstmarkt auf. Und dann ist, glaube ich, auch das Interesse verloren, es nur als Foto oder als Fotodokument zu sehen, sondern sie möchten dann wirklich das Objekt sehen. Wenn Sie sich anschauen, wie Preise von Kunstwerken gestiegen sind in den letzten Jahren und ja immer noch weiter steigen. Inwiefern ist das eigentlich für den Erfolg eines Künstlers von Bedeutung? Es gibt unglaublich viel bedeutende Künstler, die einfach vom Preis her noch gar nichts bedeutend. Mit denen arbeiten Sie ja auch. Ja, also ich habe eigentlich mit allen Künstlern, die heute sehr erfolgreich sind, gearbeitet, mit 3.000, 4.000 Mark. Ja, oder Basquiat, ich habe eine Ausstellung von Basquiat gemacht, da hat jedes Bild 12.000, 15.000 D-Mark gekostet. Die waren in 10 Jahren bei 200.000 und dann haben es viele Leute schon wieder verkauft, weil sie sagen, das ist ein prima Geschäft und es könnte nichts besser sein. Und heute ärgern sie sich, weil heute würden sie 4 Millionen drüber bekommen. Sind Sie der entscheidende Mittler zwischen dem Produzenten und letztlich dem Museum? Ich würde sagen, Museen haben früher viel mehr die Künstler gemacht als heute. Heute sind es wirklich die Sammler, die Künstler machen. Ja? Wenn ich in der richtigen Sammlung bin, dann ist ein Sammler oder dann ist der Künstler sofort viel bedeutender. Angenommen, ich bin Künstler. Sie haben 2, 3 Sachen von mir gesehen und haben dieses Gefühl, könnte was werden. Und ich sage Ihnen, ich frage Sie jetzt, wie werde ich erfolgreich? Wie bekomme ich Erfolg? Indem Sie ganz fleißig arbeiten. Ganz alle erfolgreichen Künstler sind unglaublich fleißig. Unglaublich. Und sie glauben und sie müssen produzieren. Und die Künstler, die ab und zu oder auch regelmäßig ein Bild malen, aber dann mit dem Bild sofort den großen Durchbruch haben möchten. Es muss die Leidenschaft sein, jetzt ein Bild zu machen und es fertig zu machen. Und während der malt, hat er schon die nächste Leidenschaft. Und das ist ganz wichtig. Muss ich denn, um erfolgreich zu sein als Künstler, auch auf den Markt schielen? Oder machen Sie das für mich als Galerist? Jeder schielt auf den Markt, aber es ist sicher besser, wenn es der richtige Galerist macht. Ja. Was können Sie dazu beitragen? Ich kann beitragen, dass Künstler mit den richtigen Personen in Kontakt kommen. Und wenn ich vom Künstler überzeugt bin, dann weiß ich auch ganz genau, den muss ich mit dem zusammenbringen und der wird für ihn sich einsetzen. Passiert denn manchmal sowas, dass Sie sagen, pass auf, ich habe da jemand, der interessiert sich für deine Kunst, aber mal doch mal was Kleinformatigeres? Das dürfen Sie nicht sagen. Aber jeder gute Künstler lässt sich sein Format oder auch schon das Sujet nicht vorschreiben. Also das ist sehr kritisch, was Sie da anschneiden. Haben Sie es schon mal gemacht? Ach klar. Erfolgreich? Bitte? Erfolgreich? Eigentlich immer. Wie ist Ihre Zusammenarbeit mit Museen? Inzwischen wieder ganz gut. Das Problem ist einfach, dass Sie mit Museen als Galerist schwierig zusammenarbeiten können, weil die Bilder, die ich in der Galerie habe, die gehören mir meistens. Ja? Und wenn ich an ein Museum etwas verkaufe,
dann warte ich teilweise ein Jahr, manchmal noch länger. Ja? Oder der letzte Fall, das war eine große Skulptur, da wurde ich vom Museum 4 Jahre hingehalten. Ja? Und das kann ich mir nicht leisten, da habe ich nicht zu viel Geld. Und keine Bank und niemand gibt ihnen Geld. Das heißt, sie sind 4 Jahre blockiert. Also ich weiß nicht, Sie haben den Katalog vielleicht gesehen von meinem Jubiläum, wo so ein Malevich-Bild abgebildet ist. Das war zu der damaligen Zeit das teuerste Bild, moderne Bild, was verkauft worden ist. Das hat 3,5 Millionen Dollar gekostet. Das war 1973 oder 1974. Mein Banker, ein hoch aufgeschlossener Mann, ich sage schon auch den Namen, Herr Puller, hat mitgemacht. Aber in der Zeit habe ich einfach keinen Kredit mehr bekommen und war gebunden zu warten, bis Australien mir das bezahlt hat. Ist das die Qualität letztlich, die den Erfolg von einem Bild mitbestimmt, dass im Grunde genommen ein Gefühl verkauft wird? Nein, das Gefühl, das würde ich rausnehmen, sondern jedes Bild hat seinen Käufer. Das ist ein bisschen anders. Das ist anders, ja. Das ist ein bisschen anders. Für jedes Bild gibt es irgendwo in der Welt jemand, der voll das, was der Künstler sagen möchte, versteht, lesen kann, sehen kann, fühlen kann. Also wäre das, was den Erfolg auch ausmacht, dass Leute, die Geld haben, jemanden finden, der ihrem Lebensgefühl Ausdruck verleiht. Das ist ganz gut, das haben Sie jetzt ganz gut in den Raum gestellt, da ist viel Wahres dran. Die Kunst gibt vielen der Leute ein neues Lebensgefühl. Das ist wirklich sehr richtig. Wieder das Thema von Jonas Burgert vom Anfang, Kunst als Kommunikation. Das Gespräch mit Hans Meyer hat mir viel Spaß gemacht und es hat mir einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Abends ist neue Eröffnung der Düsseldorfer Galerie. Ich habe eine Ahnung bekommen davon, wie wichtig der richtige Galerist für den Erfolg ist, für den Erfolg des Kunstwerks, des Künstlers und des Sammlers, denn auch der will ja erfolgreich sein. Sie alle wollen erfolgreich sein. Funktioniert Erfolg auch über das eher anonyme Internet? Das Internet verändert den Kunstmarkt. Denn Kunst ist nun virtuell für jeden einsehbar und konsumierbar. Ein Demokratisierungsprozess, der dem Kunstmarkt neue Konsumenten beschert. Die Galerie Lumas verkauft Fotografien über das Internet in 100er Auflagen und dadurch zu günstigen Preisen. Die Kunden ordern online. Die Ware kommt per Post. Eine Strategie, die gut funktioniert. Wir sehen auch unser gesamtes Konzept als eine Art Appetitmacher für die Kunst. Zu uns kommen viele Leute, die teilweise noch nie mit Kunst in Berührung gekommen sind, die vielleicht auch eine Schwellenangst haben, in eine Galerie zu gehen, weil die Preise zu hoch sind oder weil sie denken, das kann ich mir nicht leisten. Bei Lumas kommt man in die Galerie, sieht sofort ein Preisschild, weiß, das kann ich mir ja doch leisten und geht im besten Fall mit einem Bild unterm Arm raus. Auf dem Editionsmarkt spielt Lumas inzwischen eine führende Rolle. 14 Filialen gibt es bislang, auch in Paris, London, New York. Ein Erfolg, den die Lumas-Begründer einer innovativen Idee und einer mutigen Online-Offensive zu verdanken haben. Als wir mit Lumas angefangen haben, war Kunst über das Internet zu kaufen oder zu verkaufen eigentlich gar kein Thema. Das gab es da überhaupt noch nicht. Und es entwickelt sich immer mehr. Mittlerweile ist das Angebot im Netz kaum noch zu überblicken. Künstler präsentieren ihre Werke auf eigenen Homepages. Galerien, Auktionshäuser und Künstlernetzwerke wollen ebenfalls partizipieren an den Milliardenumsätzen, die mit Kunst im Netz gemacht werden. Hans Neuendorf will mit dem Kunstportal ArtNet einen Überblick über den Kunstmarkt geben, will Preisentwicklungen transparenter machen und so den Handel vereinfachen.
eine Konkurrenz zwischen Internet und konventionellem Kunsthandel gibt es natürlich nicht. Das Internet ist nur ein Kommunikationsmittel, das der Verbesserung und Beschleunigung und Verbilligung der Arbeit der Galerien und der Auktionshäuser dient. Und es ist keineswegs so, dass es einen virtuellen Markt gibt und einen realen Markt. Der Markt bleibt, die Kunstwerke bleiben, die Kunsthändler bleiben, die Galerien bleiben, die Auktionshäuser bleiben, alles das bleibt erhalten. Es alle benutzen aber das Internet, um schneller und besser zu kommunizieren. Neuendorf gilt als Pionier des Online-Kunsthandels. Als renommierter Kunsthändler hatte er bereits 1999 den Sprung in die virtuelle Vermarktung gewagt. Wir haben aber gemerkt, dass das Zutrauen sehr, sehr schnell wächst. Als wir diesen Warhol-Bild verkauft haben für 1,3 Millionen in unserer Auktion, war das überhaupt gar kein Problem. Und wir haben von den Kunden, die bei den Auktionen kaufen, keinerlei Beschwerden darüber gehabt, dass sie das Werk sehen wollen oder die Rückseite oder irgendwas. Das ist nicht der Fall. Heute sind selbst die großen Auktionshäuser online. Die Vorbehalte dem Netz gegenüber sind längst der rasanten Entwicklung eines globalisierten und digitalisierten Marktes gewichen. Auch Museen bieten nicht mehr nur schlichte Informationen. Längst können User von zu Hause aus die berühmtesten Sammlungen der Welt anschauen. Im Google Art Project finden sich 17 virtuelle Rundgänge durch Kunsttempel wie das MoMA, die Tate Britain, die neue Nationalgalerie, Schloss Versailles. 1000 Gemälde zum Ranzoomen. In Nahaufnahmen von gigantischen 7 Milliarden Pixeln. Allein in der ersten Woche klickten 10 Millionen Besucher. Wer es sich leisten kann, geht weiterhin ins reale Museum. Allen anderen bleibt der Bildschirm. Er ist einer der Stars der internationalen Museumsszene. Kaspar König, Direktor des Museum Ludwig in Köln. Einer der großen, klugen Ausstellungsmacher. Ehemals Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, dann an der Frankfurter Städelschule. Ein Mann, der besonders intelligente, schöne Projekte möglich macht. Der Kunst wunderbar erklären kann, weil er einem zeigt, was man noch nicht wirklich gesehen und verstanden hat. Wenn es darum geht, unsere Zeit auf allen Ebenen und nicht nur gedanklich zu erfassen, dann sind für ihn Museen die Orte, an denen man der Zeit direkt begegnet, wo man Zeit sieht und zugleich sieht, wie sich alles wandelt, auch im Museum. Museen sind wie Zeitmaschinen. Sie zeigen Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Dieser Rahmen macht Vergleiche möglich. Das heißt, Erfolg könnte sein, dass man von Kollegen, von anderen Künstlern als jemand akzeptiert wird, der für die eigene Arbeit wichtig ist. Richtig. Auch wenn er materiell nicht erfolgreich ist. Das gibt es, ja. Und es gibt natürlich auch immer wieder Diskussionen, ja, wenn ein Werk von Jeff Koons so teuer ist, warum hat meins keinen Marktwert? Und das ist dann ganz brutal Angebot und Nachfrage. Und das hat es im Kunstmarkt immer schon gegeben, ein sozusagen Transfer, symbolischen Transfer von etwas ganz Einmaligem, von dem Original, was kein anderer hat und so weiter. Und das sind Dinge, die dann sich auch verlieren und erstaunlicherweise gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden, weil man will natürlich immer auf der Seite des Erfolgs sein. Was macht denn für Sie den Erfolg eines Kunstwerks aus? Egal, ob das jetzt wirtschaftlich erfolgreich ist oder nicht. Naja, dass da sozusagen eine Dichte entsteht und eine Einmaligkeit von etwas, was ich so in einer anderen Form nicht erleben kann. Und das ist verdammt hart. Das ist sehr, sehr, sehr geradezu ein brutaler Verdrängungskampf, der stattfindet. Ja? Muss ich, um das wertschätzen zu können, um das beurteilen zu können, letztlich gebildet sein? Das ist vielleicht das Hauptproblem heute, dass sehr viele junge Leute extrem wach, klar, hohes Interesse an den Dingen haben, aber alles wird sozusagen an der Oberfläche wahrgenommen, dann registriert, das ist Kandinsky, das ist Malevich, das ist Warhol, aber für was es einsteht in Bezug zu einer ökonomischen oder politischen, ästhetischen Konfrontation, die vor dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Zeit
in der unmittelbaren Nachkriegszeit, all diese Fragen sind dann oft nicht, also das ist nur für Leute, die sich wirklich damit interessieren, anfangen dann zu differenzieren. Und das wiederum ist sehr, sehr lohnenswert. Das kann ich nur empfehlen. Das ist ja ein Prozess der Arbeit und Bildung, den ich als Konsument des Bildes, als Betrachter mitbringen muss und mir erwerben muss. Aber wir sind natürlich in unserer Wahrnehmung auch sehr stark schon konditioniert durch das, was wir schon gesehen haben und was eben als Kunst, also was ist Kunst? Im aktuellen Bereich ist das natürlich auch eine Frage des Konsensuses. Die Beteiligten des Betriebes, ja, der sich ja Gott sei Dank immer wieder auch verändert. Wenn das Monopol ein bisschen zu arg ist, wird es Gott sei Dank unterlaufen. Gibt aber ja noch einen anderen Begriff von Wert. Was macht diesen, ich weiß gar nicht, wie man den nennen soll, ideellen Wert, existenziellen Wert eines Kunstwerks, was macht den eigentlich aus? Ja, und das ist ja natürlich das... Wenn wir es hier im Museum zeigen, dann ist es hier kein Verkaufsraum. Dann ist ja sozusagen der ökonomische Wert eigentlich sekundär. Aber der ist schon gegeben. Also wenn ich in ein Museum gehe, weiß ich in der Regel, was nicht, die da stehen nein, nein, haben. Nein. Es gibt hier relativ viele Dinge, die sozusagen im Markt keinen außerordentlichen Wert darstellen. Die aber in der Ideengeschichte extrem wichtig sind. Okay, ja. So. Und wenn es natürlich einen großen Wert darstellt, so wie viele Dinge, die hier im Museum sind, haben eine unglaubliche Wertsteigerung bekommen, auch dann spielt das eigentlich keine Rolle, weil es ja nicht mehr verkauft werden kann. Klar, es ist kein Verkaufsraum. So, richtig. Aber dennoch, im Bewusstsein einer bestimmten Generation ist das Teil dieser Ästhetik. Aber wie das in 10 Jahren sein wird, das wissen wir nicht. Es wird sich auf jeden Fall vollkommen anders verhalten. Wenn ein Künstler zu Ihnen kommt und nicht die klassische Antwort sofort parat hat, ich bin erfolgreich, wenn ich bei Ihnen im Museum ausgestellt bin, und er fragt Sie danach, wann bin ich in deinen Augen, in Ihren Augen erfolgreich? Was sagen Sie? Ich glaube, also ein Künstler würde nicht jetzt so naiv vorgehen, sondern hat dann doch einen anderen Selbstwert oder ein anderes Gefühl, wo er steht oder wo sie steht und was sie beitragen können, als dass sie glauben, es müsste jetzt unbedingt eine Ausstellung im Museum sein und dann würde alles dementsprechend laufen. Aber das ist das, was die meisten denken. Ja, aber das würde schon mal gegen die Leute sprechen, wenn sie so simpel an die Dinge herangehen. Die Sache ist viel komplizierter. Mhm. Ja? Und dann ist es viel entscheidender zu fragen, warum, weshalb und wieso. Wenn ich etwas mache, möchte ich natürlich auch, dass es wahrgenommen wird. Und da muss ich fragen, sozusagen die Ökonomie der Mittel, was bringe ich ein und was kommt dabei raus? Nicht unbedingt jetzt unmittelbar an ökonomischen Erfolg, aber schon an einer Wahrnehmung, die natürlich dann zwangsläufig oft auch zu einer ökonomischen Sicherheit führt, was ja wiederum prima ist. Kann man nicht ganz platt sagen, also bei dieser ebenfalls platten Alternative Geld oder Leben, dass man sagt, ein erfolgreiches Kunstwerk ist ein Kunstwerk, was meine Lebensenergie stärkt, was mir ein Mehr an Erkenntnis, an Einsicht, vielleicht sogar an Lebensfreude bringt. Ist das nicht eigentlich eine sehr einfache und auch gültige Antwort auf die Frage? Ja, ich glaube, da ist dann wiederum der Anspruch an die bildende Kunst größer. Das muss schon mehr Wert haben als etwas, mit dem ich mir die Zähne putzen kann und zugleich auch noch sozusagen den Blumenschmuck darstellt. Aber Lebensqualität? Also Lebensqualität. Das ist schon mehr als Zähneputzen. Ja, aber es muss natürlich auch das Medium sozusagen verändern. Es muss etwas bieten, was es in der Form noch nicht gegeben hat. Also es gibt einen sehr schönen Spruch von dem Karl André: Ich gehe auf den Berg, weil ich weiß, dass es ihn gibt. Und ich mache Kunst, weil ich weiß, dass es die nicht gibt. Also die der sozusagen machen will. Aber auch das ist eine gute Definition von Kunst, dass der Erfolg von Kunst etwas ist, was sich immer wieder neu bewähren muss. Ein Museum ist nichts anderes als eine Zeitmaschine. Jede Generation ist quasi verpflichtet, ihre eigene Geschichte neu zu schreiben. Also guckt man sich Dinge immer wieder an und erlebt sozusagen Zeit. Wir sind weder der Kreml der Kunst noch der Vatikan der Kunst. Nur weil wir es ausstellen, definieren wir ja nicht
das, was Kunst ist. Die Definition von dem, was heute Kunst ist, ist scheinbar ausschließlich von den Auktionen und von dem Markt gemacht. Aber das stimmt wiederum auch nicht. Es gibt mindestens 8 oder 9 Welten und jeder glaubt, seine Welt ist sozusagen verbindlich. Das ist aber nicht so. Herzlichen Dank für das Gespräch. Am Ende entlässt einen die Zeitmaschine Museum in die Vielfalt der Stile und Formen der Kunstwelt. Kein Vatikan, kein Kreml, keine Päpste. Das ist gut so. Man muss selber entscheiden, sich selber kundig machen, sich aufklären. Und doch werde ich den Verdacht nicht los, dass der Markt für viele Kreml und Vatikan in einem ist. Das Kapital schmückt sich gerne mit Kunst. Warum? Aus dem einfachen Grund, weil man zwar Kapital braucht, um Kunst zu kaufen, aber dann, wenn man die Kunst besitzt, diese nie alleine in Geld aufgeht, sondern eine andere, ideelle Qualität entwickelt. Etwas, das anders, das mehr ist als Kapital. Stefanie Schneiders Bilder kenne ich seit Jahren aus dem Internet und von Privatwohnungen. Ihre Fotografien strahlen mit einem eigenen, seltsam zerfallenden Glanz. Kinomomente in der Zeit, surreal und melancholisch. Das Material der Bilder scheint sich aufzulösen. Tatsächlich liebt Stefanie Schneider alte, abgelaufene Polaroid-Filme. Beim Fotografieren im Freien haben wir viel Spaß. In der Fotografie-Szene ist sie ein Shootingstar. Und nach den Internetzeiten setzt sie heute auf die Galerie Drees in Hannover. Kann man sowas lernen, wie erfolgreich Kunst zu machen? Ich glaube, man kann das lernen. Man braucht halt nur ein sehr großes Durchhaltevermögen. Weil wenn man sich einmal dazu entschlossen hat, Kunst zu machen und auch beizubleiben, muss man sich halt ganz schön lange, braucht man einen ganz schön langen Atem. Also wenn ich Ihnen jetzt vor, sagen wir mal, 10 Jahren gesagt hätte, Frau Schneider, jetzt wären Sie mal erfolgreich als Künstlerin, hätten Sie sich zunächst mal sozusagen am Kunstmarkt orientiert, eine Analyse sozusagen gemacht, wie ist der Markt? Nein, ich habe nur einfach viel gearbeitet. Ich habe sehr viel gearbeitet und von Anfang an viel gearbeitet. Und als für mich durch Zufall ja auch klar wurde, dass ich jetzt Künstler bin, das nimmt man sich ja nicht vor, oder ich habe es mir nie vorgenommen, und ich von Galerien vertreten wurde, dann wollte ich es auch wissen. Also manche Leute studieren ja Kunst, um Künstler zu werden, was ich persönlich ziemlich absurd finde, weil wie kann man Künstler werden studieren? Kunst zu studieren, das funktioniert wiederum. Aber mit dem Ziel, Künstler zu werden, das finde ich merkwürdig. Ich habe vor allen Dingen gelernt, wie der Betrieb funktioniert, und alles andere, das ist mein eigener Umkreis, also mein eigenes Lernen an der Technik und immer weitergehen, immer noch einen Schritt weitergehen mit der Kunst. Wenn das nicht zu persönlich ist, es ist ja bekannt, dass es viele Künstlerinnen und Künstler gibt, die gerade so, wenn überhaupt, über die Runden kommen. Wie sahen das bei Ihnen damals nach dem Studium aus, Ihre Lebensbedingungen? Ich habe mich halt immer irgendwie durchgeschlagen. Ich bin gleich nach dem Studium nach Amerika gegangen. Das war so mein Traum, nach Los Angeles. Ich hatte vorher ein bisschen mehr gearbeitet, sodass ich immerhin 9.000 Mark damals in der Tasche hatte. Mein damaliger Freund hatte das Gleiche, brachte das Gleiche mit. Und dann konnten wir da erstmal ein Jahr so über die Runden kommen. Und dann habe ich alles Mögliche gemacht. Also er hat hier und da mal einen Kamerajob gemacht. Und ich habe Internetseiten für Leute, ich habe Flash gelernt, dann Internetseiten gemacht. Ich habe mich halt immer irgendwie, irgendwas gab es immer. Ich habe mich immer neu erfunden, mein ganzes Leben lang eigentlich. Und ich hatte nie ein Problem mit Geld deswegen. Aber ich habe immer viel dafür gearbeitet. Und Sie wussten immer, auch zu der Zeit, Kunst ist das, was ich eigentlich machen will? Nee, überhaupt nicht. Das war totaler Zufall. Also ich wollte eigentlich Schnitt machen. Und ich hatte auch eigentlich fast den ersten Film von Mark Forster geschnitten. Da kam dann aber was anderes dazwischen, sodass ich das nicht gemacht habe. Dann wäre ich wahrscheinlich im Schnitt geblieben. Und so, ich bin dann zufällig über ein Paket abgelaufener Polaroid-Filme gestolpert in einem Laden. Und die waren so billig, dass ich die einfach kaufen musste, obwohl ich die Kamera dazu nicht hatte. Das war damals Captiva, 50 Cent das Stück. Ich habe die 160 Filme gekauft.
Und habe mir am nächsten Tag die Kamera gekauft, bin dann an den Strand gefahren mit meiner Schwester, habe die ersten Bilder gemacht und für mich war es da klar, das will ich jetzt machen. Aber dass das dann in Kunst wirklich endet, das wusste ich dann natürlich immer noch nicht. Das ist erst dadurch zustande gekommen, dass ich zufällig eben die Susanne Vielmetter getroffen habe, die eine Show kuratiert hatte fürs Generalkonsulat in Los Angeles. Wie wichtig ist denn, glauben Sie, für den Erfolg von Kunst, die Kunst oder Kunstfertigkeit, Provokation zu beherrschen? Also es gibt ja, wenn man, sagen wir mal, jemanden wie Jeff Koons nimmt oder Damien Hirst, so die großen Namen, das sind ja auch Leute, die ganz gekonnt provozieren können. Ja, die können zwar provozieren, aber Damien Hirst, also für mich ist das auch kein Künstler, für mich ist das mehr ein Designer. Also der hat rechtlich wenig mit Kunst zu tun. Und ich glaube, die provozieren ja auch nur wegen des Geldes und nicht, das hat wirklich nichts mit Kunst zu tun, was der da treibt. Aber mit Erfolg. Ja, mit Erfolg. Ja, aber wo kommt der her? Und wie hat er das geschafft, zu so einem Status zu kommen? Dann wird er von einer irren Galerie, irren erfolgreichen Galerie gestützt. Das darf man ja alles nicht vergessen. Also Provokation, ja klar, aber es gibt ja heute überhaupt gar keine Provokation mehr, die irgendwas sagt oder ganz wenig eigentlich. Es ist ja nicht so, dass Damien Hirst sich jetzt mit Natur beschäftigt, nur weil er dann Hai in so einem Becken seziert oder so. Es gibt ein paar Künstler, die auch mal provozieren, aber da gibt es echt wenig von. Und ich habe eher das Gefühl, je weniger man provoziert am Markt, desto weiter kommt man, je leiser man ist und je weniger man Dinge sagt, die nicht gehört werden wollen. Das ist ja schon eine ganz schöne Konsumgesellschaft heutzutage. Was glauben Sie, sind die Qualitäten, die wirklich dazu beitragen, als Künstler erfolgreich zu sein? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach für sich sein Werk schafft, egal was kommt. Obwohl, wie Sie ja eben gesagt haben, am Anfang gar noch nicht eine klare Vision davon stand, worin dieses Werk überhaupt bestehen kann. Ja, aber das hat sich ja sehr schnell dann, als ich dann das Medium gefunden habe, was genau das war, was ich immer wollte, weil mich nichts mehr, es gab keine Technik, die zwischen mir und dem Nächsten stand. Alles aus dem Bauch heraus quasi, aus meinem Bauch direkt auf den Auslöser. Das ist halt genau das, was für mich am besten funktioniert hatte. Und als ich das dann gemacht hatte, dann konnte ich auch nicht mehr aufhören, als ich den richtigen Weg gefunden hatte. Und da war es ja noch nicht so, dass ich jetzt dachte, okay, ich werde jetzt ausgestellt oder so. Das dauerte dann noch 3 Monate. Das ging dann doch ganz schnell. Aber das ist dann, hat dann mit ganz vielen Zufällen zu tun gehabt. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Was ist Erfolg in der Kunst? Immer wieder scheint diese Frage auf die Alternative herauszulaufen, Geld oder Leben. Entscheiden Sie sich, warum nicht beides, sagen sich viele Künstler zu Recht. Für mich hat sich gezeigt, dass Kunst zwar einen gierigen, überbordenden und aus den Nähten platzenden Markt mit sich bringt, auf dem sich die Geldbesitzer wie auf jedem Markt herausfordern, bis das Kapital sich die Kante gibt. Aber das ist nur eine Perspektive, die Betrachtung des Systems. Die andere ist die Innenperspektive, individuell harmonisieren und dabei das Leben reiner hervortreten lassen kann. Aber das ist nur meine Meinung. Jetzt sind Sie dran.